Heute ist das Thema Mobbing. Mein Name ist Jürgen Felger, Zielbild Coaching. Das Thema Mobbing hören wir mitunter, vielleicht haben wir es schon selbst erlebt. Wenn ihr auf diesem Kanal seid, gehe ich davon aus, und ihr das Video schaut, gehe ich davon aus, dass ihr das auch schon selbst erlebt habt. Ich möchte da insbesondere zwei Aspekte anreißen. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, das jetzt hier erschöpfend abzuhandeln. Vielleicht gibt es weitere Videos zu dem Thema, aber ich versuche mal einen Anfang zu machen. Also es gibt zwei Seiten, denke ich. Die eine Seite ist, wie gehen wir mit der Situation für uns um? Was können wir tun, damit wir, also was kann ich tun? Ja? Und die andere Sache ist, zu versuchen, die rechtliche Schiene zu fahren. Ja? Also sind zwei Dinge. Das eine ist wirklich, sich persönlich diesen Stress versuchen, den man da hat, daran zu arbeiten. Und die andere Sache ist tatsächlich dagegen rechtlich vorzugehen, gegen Mobbing. Was ist ja Mobbing? Wie gesagt, ich definiere es als eine kontinuierliche Herabwürdigung, Schikane, ja, das alles findet mehr oder minder offen statt. Und da kommen wir schon zu meiner Hauptthese, und zwar, die da lautet, der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn sich in einer Arbeitssituation unfaire Praktiken herausbilden oder gar sogar ungesetzliche Praktiken oder strafrechtlich relevante Praktiken herausbilden, dann kommt das meist von oben, zumindest wird es von oben ermöglicht, selbst wenn der Chef nicht mit direkt eine Rolle spielt, er gibt die Struktur vor, er gibt entsprechend das vor, was möglich ist. Denn es ist ja so, dass der Arbeitgeber eine Verpflichtung hat, auch ein entsprechendes Arbeitsumfeld zu gestalten. Ein nicht gesundheitsschädliches. Okay, ja. Vielleicht zum ersten Bereich, diesem Bereich, was kann ich tun, damit ich mich da irgendwie besser fühle. Es ist ja so, wenn ein Klient zu mir kommt und sagt, Herr Felger oder Jürgen, ich habe eine Situation, Arbeitssituation oder auch, ja, wenn es jetzt um die Arbeit geht, ich habe hier eine Arbeitssituation, wo ich gemobbt werde. Ja, ständig schikaniert werde. Was kann ich da tun? Am liebsten, der soll eben damit aufhören oder sie soll damit aufhören. Ja, da kann ich natürlich, das wäre nicht die beste Lösung, wenn derjenige, der da immer wieder sich entsprechend verhält, damit aufhört. Das wäre die beste Lösung. Nun, ich gehe davon aus, wenn ihr so eine Situation schon mal gehabt habt oder habt, dass ihr das schon längst probiert habt, da darauf hinzuwirken, dass das aufhört. Ja, wenn sich jemand in den Kopf gesetzt hat, jemandem in irgendeiner Weise zu schaden und sich selbst zu bereichern, irgendeine Straftat zu begehen, dann wird der davon nicht unbedingt da ablassen, wenn ihr sagt, okay, mach das nicht, das ist unfair. Ja? Es gibt auf der Welt
leider sehr viel, ein Umgang, der nicht besonders menschlich ist. Ja, es gibt Kriege, es gibt Verbrechen. Ja, warum soll es nicht auch in Unternehmen entsprechend zu, ja, man kann auch sagen, Gewalt kommen? Ja, körperlichen Auseinandersetzungen in dem Sinne manchmal sogar oder auch psychischer Gewalt. Okay. Nun, der andere hört nicht auf. Es ist ja immer die Frage, okay, die beste Lösung wäre, der hört auf, sie hört auf. Die zweitbeste Lösung ist, sich damit entsprechend umzugehen. Ja? Also das heißt, dass man versucht, ich sage nicht, dass es einfach ist, dass man versucht, entsprechend sich innerlich mehr davon zu lösen. Ja? Es ist immer so, ich denke, dass man da nicht nur, wenn es quasi in der Situation schlimm wäre, nein, es ist ja nicht nur in der Situation schlimm, sondern auch man wartet geradezu immer wieder darauf und man spielt immer wieder, ist das quasi im Kopf, weil man immer in Hab-Acht-Stellung steht. Ja, was kommt als nächstes? Das heißt, es hat sich schon längst verinnerlicht und man hat die Distanz insofern verloren. Es ist ja auch gut, dass man in Kampfbereitschaft ist, wenn jemand angegriffen wird. Nur es ist so wie beim, wie soll man sagen, wenn man nicht flüchten kann, dann und da kann man meist nicht unbedingt flüchten, dann muss man möglichst besser damit versuchen umzugehen. Und ja, das ist natürlich einmal, kann man natürlich versuchen, sich positiv zu beeinflussen. Man kann das begrenzen, auch diese Gedanken, die dann immer wieder kommen und zum Beispiel versuchen, dass, wenn man nach Hause kommt, dieses Umfeld, ja, dass man da das so weit wie möglich draußen hält, alles, was mit der Arbeit zu tun hat, Linie, Schnitt, Grenze, ja, da Arbeit, da zu Hause, ja, dass man da möglichst die Trennlinie hält, mit dem Thema sich nicht ständig befasst, sondern nur zu, wenn man sich damit befassen muss und will, damit es endlich aufhört, dann eben nur zu einer bestimmten Uhrzeit, zu einem bestimmten Termin zum Beispiel, ja, und dann ansonsten sagt, okay, also so weit wie möglich das versuchen, draußen zu halten, ja, also sich nicht immer wieder daran selbst erinnert, unnötigerweise, weil die Gedanken kommen ja sowieso, wenn man es dann verinnerlicht hat, also nach Möglichkeit, dann erstmal das da draußen zu halten, soweit das geht. Und dann natürlich, wenn man dann weiter dran denkt, dann versuchen natürlich das auch in irgendeiner Weise, jetzt mache ich schon diese Bewegungen, damit umzugehen. Ja? Also das Ganze, wie soll man sagen, also das hat ja auch so körperliche Auswirkungen, ja, also Kopfschmerzen und Schlafstörungen und was es da alles gibt, ja. Es gibt dieses Prinzip der Anspannung und Entspannung. Zum Beispiel, schaut das gerne nach, es gibt ja dieses progressive Muskelentspannung nach Jacobsen. Und da ist dieses Prinzip von Anspannung und Entspannung. Also die These ist, wenn man sich angespannt hat, ist die Entspannung danach umso leichter möglich. Daraus will ich jetzt ableiten, nicht nur daraus, aber ich will es jetzt verkürzen, dass natürlich so eine Hin- und Herbewegung dann natürlich auch hilft. Also zum Beispiel so eine Anstrengung. Und dann eben dann wieder so, ja, so ein, wirkt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber dass man eben da so ein Fließen erreicht, ja, von diesen körperlichen Reaktionen, die man da hat, dass man da wieder rauskommt, weil das ist ja der Punkt, man möchte das nicht immer, sondern man muss lernen, man arbeitet als zweitbeste Lösung eben auch an sich. Das ist das, ja. Es gibt die beste Lösung, der andere hat auch zweitbeste Lösung, ist, man arbeitet an sich und versucht damit umzugehen, ja. Oder man versucht Bilder zu haben, die einem helfen, der Weg zur Arbeit zum Beispiel, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, da irgendwas, dass man sagt, oder eine
Sitzung, wo man eben da ist, oder eine Situation, die man eben einfach für sich in irgendeiner Weise umdeutet. Das müsste dann individuell geschehen, diese Umdeutung, dann ist sie besonders wirksam. Ja? Weil natürlich, weil man da eben die Erfahrungen dann nutzt und quasi in einem Aikido quasi dieses nutzt, dieses, was einen da so stört. Ja? Ist vielleicht etwas zu kurz gekommen, es ist etwas komplizierter, als es hier klingt, oder etwas, man müsste es nochmal genauer erläutern. Ja, auf jeden Fall so grob gesprochen, also wenn man in so eine Anspannung kommt, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, quasi wie so ein, auch so in so Bewegungen, dass man halt das irgendwie dann eben locker bleibt, ja, auch körperlich, ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig, ja, dass man da den Körper irgendwie mit einbezieht, ja, in so Sachen, die Anstrengungen, Stirnrunzeln und, oh, ja, diese Sache, das kann natürlich dann auch, kann man auch extra sich anstrengen im Gesicht und anspannen, um dann wieder loszulassen und dann wieder anspannen, loslassen, ja. Und dass man da lernt, aus so Spannungssituationen wieder rauszukommen. Gut, dann hat man wenigstens was davon, wenn man dann irgendwann zurückblickt. Ja, es ist leider nicht so einfach, wie gesagt, wie das jetzt hier klingt, das weiß ich. Nur, gut, man muss lernen, damit umzugehen. Dann die andere Seite, ja. Die andere Seite, die ich besprechen will, die ich angekündigt hatte, ist eben dagegen vorzugehen, gegen dieses Mobbing. Das heißt, wir müssen da nicht unbedingt immer nur Opfer sein, sondern es gibt da rechtliche Möglichkeiten, ganz klar. Ja? Und die sollte man sich wirklich damit, sollte man sich genauer ansehen. Gibt es Betriebsrat, Personalrat, je nachdem, ja. Wobei die meist auch ihre Kompromisse machen mit dem Arbeitgeber. Dann gibt es natürlich den Anwalt, den man da konsultieren kann. Ja, das ist aber eben wie bei Handwerkern, da gibt es gute Handwerker, schlechte Handwerker. Ja. Welche Gesetze sind da betroffen? Und da kann man nämlich wirklich gut recherchieren, auch mal für sich selbst und sagen, okay, wo... Es gibt auch Arbeitsgerichte, die man konsultieren kann diesbezüglich. Wo hat denn mein Arbeitgeber da entsprechend was gemacht? Da empfehle ich mal ganz klar das allgemeine Gleichstellungsgesetz AGG. Also wenn man wegen Rasse, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter in irgendeiner Weise benachteiligt wird und immer wieder ethnische Herkunft, wenn man da irgendwo... immer wieder diesbezüglich, ja, oder es reicht auch schon einmal diesbezüglich, ja, etwas, ja, in die Richtung was geht, irgendwas geschossen kommt, ja, dann kann man dagegen vorgehen, ja. Dann gibt es das, ja, Strafgesetzbuch, Körperverletzung natürlich, ja. Es ist auch eine Körperverletzung, wenn man keinen Schlaf mehr bekommt, dass einem ärztlich attestiert wird. Kopfschmerzen, nur die Frage ist das ursächlich? Ja, das ist natürlich ein rechtliches Problem, die Beweislast. Da gibt es übrigens im AGG, Allgemein Gleichstellungsgesetz, die Sache, dass es da ja, eine Beweislastumkehr gibt. Okay, das noch am Rande. Dann gibt es die Persönlichkeit. Das Persönlichkeitsrecht, die freie Entfaltung der Persönlichkeit steht im Grundgesetz. Und dann gibt es noch die Sache mit der, verschiedene Dinge, die in vielleicht im Tarifvertrag stehen, ja, in Anweisungen, ja. Auf jeden Fall, es gibt... wenn man nochmal zu den Gesetzen zurückkommt, da gibt es einige
Gesetze, die dann da zutreffen. Und daran muss man sich dann halten und entsprechend vorgehen tatsächlich. Ja? Davor, das wäre eben der Schritt, den man dann entsprechend gehen muss, ja? Kämpfen. Kann sein, dass der eine oder andere dann sagt, andere eine oder andere Arbeitgeber dann sagt, okay, dann werde ich da vorher schon mal einlenken. Es gibt aber auch manche, die eben es darauf ankommen lassen und sich da so sicher fühlen in ihrer Position. Ja, gut, sonst würden sie es ja nicht machen. Also wenn irgendwas auf der Arbeit stattfindet, so ist der Arbeitgeber in der Verantwortung. Nicht unbedingt nur diejenigen, die da agieren. Ja? Also der Arbeitgeber ist da verantwortlich. Also man geht gegen den Arbeitgeber vor, nicht unbedingt gegen die Person, die da agiert. Das kann auch sein, wenn es dann beleidigt wird, geht auch, aber da kommt nicht meist nicht so viel raus, glaube ich. Ja, gut. So viel dazu. Also einerseits, okay, wie gehe ich mit den Dingen um für mich? Und das andere, wie kämpfe ich da in dieser Situation für meine Rechte, dass ich da entsprechend meine Rechte gewahrt werden? Ja, das sind die beiden Möglichkeiten. Es ist nicht schön, ja, wenn man da angegriffen wird, ist keine lustige Sache. Aber so ist das in der Arbeitswelt. Da gibt es eben, das ist kein Ponyhof und nicht jede Sache wird man auch entsprechend angehen. Aber wenn es dann zu dolle wird, auch mit Blick auf andere Mitarbeiter, auf Kollegen, die dann später Opfer werden, ja, da muss man dann sich auch überlegen, okay, für die wäre es auch sinnvoll, wenn da mal jemand da entsprechend mal aufsteht. Ist auch immer insgesamt auch wichtig, Verbündete zu finden innerhalb dieser Organisation und natürlich auch allein schon für die Beweispflicht und Last. Also es ist, ich sage nicht, dass Mitarbeiter da immer alles richtig machen. Ich sage nicht, dass Arbeitgeber die machen natürlich auch nicht immer alles richtig. Also nur, es gibt da bestimmte Gesetze und wie es halt im Leben so ist, nicht alle halten sich dran, auch wenn sie so tun. Ja, insofern ja, findet das eben, ist das alltägliche Praxis, diese in der Arbeitssituation. Ja, ganz klar, erzähle ich insofern da nichts Neues. Gut, soviel zu dem Thema. Erstmal soweit. Kommentiert das gerne hier unten. Ist ein wichtiges Thema, denke ich. Abonniert gerne den Kanal und besucht gerne meine Webseite zielbild.de. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.